Hallo liebe Freunde, mein Name ist Meru und in diesem Turn on Help geht es um Game Capturing, also wie man seine Spiele-Session aufnehmen kann, um sie später ins Internet hochzuladen. Wie das genau funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Wer also seine Gaming-Session aufnehmen möchte, kann das eigentlich auch schon direkt auf der Konsole tun. Die PlayStation 4 hat so eine Funktion eingebaut, die Xbox One natürlich auch und selbst die Nintendo Switch soll irgendwann auch sowas erhalten. Bisher kann sie allerdings nur Screenshots machen. Naja. Warum macht man es also nicht mit der Konsole? Du wirst schnell merken, dass das ganze Prinzip an seine Grenzen stößt. Es gibt Längenbegrenzungen, die Festplatte der Konsole geht extrem schnell voll und du kannst das Videomaterial kaum bearbeiten danach. Darum benutzen die meisten Leute, die sowas ein bisschen ernsthafter betreiben, ein Capturing-Device. Die gibt es von verschiedenen Firmen, zum Beispiel Ava Media oder auch Elgato. Wir haben hier das HD60S von Elgato, ein sehr kompaktes Gerät und das schließen wir auch gleich mal zusammen an. Das Elgato HD60S kann mit bis zu 1080p und 60 FPS aufnehmen. Wer 4K braucht, der muss noch ein bisschen mehr investieren als die ungefähr 190 Euro. Diese Geräte sind aber sonst an sich fast alle gleich. Und zwar haben sie alle einen HDMI-Eingang. Sie können quasi alle HDMI-Geräte aufnehmen, die es so gibt. Da kommt nämlich die Konsole rein. Auf der anderen Seite den HDMI-Ausgang. Da kommt unser Fernseher dran, damit wir auch sehen, was wir da spielen. Und dann einen Eingang für ein Mikrofon, also ein Headset zum Beispiel, damit auch dein Kommentar oder dein Chat mitzuhören ist. Und einen USB-Anschluss. Der ist für den Rechner, also den Laptop oder PC, der das Ganze aufnimmt, was wir da spielen. Und zwar hat die HD60S als Neuerung zum Vorgänger einen USB 3.0 Anschluss, was eine sehr verzögerungsfreie Übertragung ermöglicht. Wir können quasi bei der Aufnahme auf den Computerbildschirm gucken, ohne eine Verzögerung wahrzunehmen beim Spielen. Wir schließen das jetzt mal an und dann zeige ich euch mal, wie einfach das eigentlich geht. Zur Aufnahme mit dem Capturing-Device verwende ich ein MacBook Pro. Da ist die mitgelieferte Software von Elgato schon installiert und eine PlayStation 4 Pro. Die ist also auch professionell, das sollte alles zusammenpassen. Per USB wird jetzt der Laptop an das Gerät angeschlossen und in den Eingang daneben kommt per HDMI die PlayStation. Hinten in den Ausgang stecke ich den Fernseher an, damit wir auch beim Spielen ein Bild haben. Und ihr seht, schon erscheint die Übertragung der PlayStation auf dem Laptop. Ich habe vorher noch im Menü der PlayStation, also hier unter den Systemeinstellungen, HDCP deaktiviert. Das muss man machen. Das ist eine Art Verschlüsselung als Kopierschutz, sonst hat man überhaupt kein Bild. Die Elgato Software hat natürlich einiges zu bieten. Hier unten ist der Aufnahmeknopf ganz normal, wo man dann die Aufnahmezeit und auch den verbleibenden Festplattenspeicher sich anschauen kann. Auf der rechten Seite gibt es Audioeinstellungen für den Kommentar oder für den Spielton. Aber zum Beispiel hier auch das Feld, in dem man seine YouTube-Konten oder andere Livestreaming-Konten direkt eintragen kann und das Ganze auch live übertragen kann. Dafür auch ganz cool sind diese Overlays, die kann man mit einem Klick einblenden und dann sind hier Felder, wo man die eigenen Social-Media-Kanäle zum Beispiel direkt anzeigen lassen kann. Wer das Ganze aufnimmt und später schneiden möchte, kann das hier unter Bearbeiten tun. Da kann man zum Beispiel ein eigenes Intro oder so vor sein Video schneiden. Genau. Natürlich kann man das Gerät, also die Elgato HD60S, auch mit anderer Software verwenden. Das bietet sich auch an. Zum Beispiel gibt es OBS, das ist eine Freeware, die ist sehr beliebt bei Livestreamern. Wie ihr seht, ist das Aufnehmen von Spiele-Sessions mit einem Game-Capturing-Device mit diesem gar nicht so schwer. Der größte Aufwand ist eigentlich der finanzielle, auch wenn es günstigere Geräte gibt als dieses hier. Sie ähneln sich alle und die Anschlüsse sind fast immer gleich. Habt ihr weitere Fragen zum Thema? Schreibt sie einfach in die Kommentare. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst uns ein Like und ein Follow da. Bis zum nächsten Mal.